Herzlich willkommen zur achten und vorletzten Folge meiner Lesereihe Jamie – Biografie eines Vierbeiners. Immer wieder bin ich der Kritik meines Hundes ausgesetzt. Wie ist das bei euren Hunden? Meine scheinen mich in- und auswendig zu kennen und am allerbesten meine Schwächen. Heute startet Jamie. Ich bin sehr zufrieden mit Esther. Eine Baustelle haben wir aber noch. Wenn sie doch nur lernen würde, diese ständigen Zweifel über Bord zu schmeißen und ihrer Wahrnehmung zu vertrauen. Es wäre alles viel einfacher für sie. Noch besser wäre es natürlich, wenn sie mir blindlings glauben würde, dann würde sie mir mehr von den Köstlichkeiten geben, zu denen ich ungerechterweise keinen Zugang habe. Also übe ich mich darin, dass meine Wünsche zu den ihren werden. Das funktioniert zwar nicht hundertprozentig, aber doch schon sehr gut. Wenn wir morgens unser Fleisch und unsere Kartoffeln auf dem Herd köcheln, verbringen wir die Zeit mit Frage- und Antwortspielen. Dann sitzt Esther mit einer Tasse dampfenden Kaffee auf unserer Schlafcouch. Ja, ihr habt richtig gehört. Laila und ich haben die alte Couch als Schlafgelegenheit bekommen. Niedriger als das Bett, aber um einiges höher als der Boden, der mit den vielen Decken zu einem weichen und kuscheligen Nest umfunktioniert wurde. In dieser halben Stunde trainieren wir, was will der andere? Manches will Esther nicht hören und anderes wiederum glaubt sie nicht. Eines Tages las Esther uns aus einem Buch vor. Im Riechen und Hören, ganz zu schweigen vom Erkennen beweglicher Objekte oder im Deuten der Körpersprache, sind Menschen im Vergleich zu Hunden blutige Anfänger. Das kann ich nur unterschreiben. Und mit dem Gedankenlesen ist das genauso. Dabei ist die Hundesprache weitaus einfacher als die Menschensprache. Das Gedankendeuten, pure Wahrnehmung, ein Ausdehnen der Sinne. Simpel und unglaublich einfach. Es erfordert nur ein bisschen Übung und Konzentration. Aber langsam wird Esther sicherer. Und wenn sie ganz entspannt ist, kann sie jeden Blick und jede Mimik von uns deuten. Das funktioniert nicht nur auf dem Sofa. Bei unseren Streifzügen durch den Wald ist ihre Wahrnehmung so weit ausgedehnt, dass sie sofort merkt, wenn sich unser Körper anspannt. Manchmal sogar ohne hinzuschauen. Noch bevor Laila und ich unsere Schnauzen in die Höhe recken, ruft sie uns zu sich. Entweder leint sie uns ein kurzes Stück an oder lenkt uns mit Futtersuche ab, so wie damals mitten im Winter. Schnee ist himmlisch, wenn er nicht von oben kommt. Ich liebe es, mit Laila zusammen über verschneite Felder zu stapfen. Dieses Krick-Krack unter unseren Pfoten hört sich an wie ein Biss in einen Hundekeks. Ob mir deswegen die Kälte an meinen Pfoten gar nichts ausmacht? Die jagten uns, bis wir von den aufwirbelnden Schneemassen umhüllt waren. Auf den feinen Eiskristallen verstärkten sich die Gerüche von frischen Tierfährten und beflügelten unsere Sinne. Meine Schnauze klebte fast auf dem Schnee. Ich nahm eine Fährte auf, wollte gerade durchstarten, als mich Esthers Ruf »Jamie, zu mir!« aus meiner Konzentration riss. Kurz dachte ich darüber nach, was sie heute in den Futterbeutel getan hatte. War das nicht diese leckere Hundeblutwurst vom Metzger? Nachsehen konnte nicht schaden und richtig, sie war es. Ich machte Sitz, bekam ein großes Stück und Laila neben mir auch. Dass wir einen großen Brocken bekommen hatten, war nur gerecht, so prompt wie ich kehrt gemacht hatte. Esther holte aus und schleuderte den Dummy über das Feld. Im Rennen sah ich, wie er die Oberfläche des Schnees berührte und im selben Moment verschwand. Laila überholte mich, grub ihre Schnauze in den Schnee und fing an zu buddeln. Als ich neben ihr stand, tauchte ihre Schnauze auf den Schnee heraus und in ihrem Fang hing der Beutel. Gekonnt schnappte ich zu und rannte dicht gefolgt von Laila zu Esther. Erst viel später fielen mir die Fährten wieder ein. Aber da saß ich schon wieder im Kofferraum. Das Spiel mit dem Futterbeutel liebe ich. Die in ihm versteckten Leckerbissen lassen mich alles andere um mich herum vergessen. Wir Hunde können uns eben nur immer auf eine Sache konzentrieren,
Deshalb kann Esther uns mit Leckereien ganz leicht davon ablenken, etwas Verbotenes zu machen. Oh, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Hoffentlich macht das nicht die Runde. Ihre Feuertaufe in Sachen Wahrnehmung hatte Esther aber, als Laila auf dem Weg war, vollständig in ihre Unsicherheit abzudriften. Ich versuchte, Esther klarzumachen, dass sie einen Weg finden musste, das Rudel zusammenzuschweißen. Endlich zu dritt eine untrennbare Einheit zu bilden. Das war mein Wunsch. Genau in diesem Moment fuhren wir in den Urlaub. Esther verstand mich und spürte, dass Lailas Leben auf dem Spiel stand. Das muss man ihr lassen. Wenn es darauf ankommt, lässt sie alles stehen und liegen und macht das Richtige. Im Wünschen bin ich unübertrefflich. Und als Trainer eine Wucht. Zum Beispiel das an der Leine gehen. Normalerweise laufen Laila und ich frei. Nur den kurzen Weg von unserem Haus zum Feld hängen Laila und ich wegen der Straße an der Leine. Es gibt Tage, da ist Esther für meinen Geschmack viel zu konsequent. An anderen lässt sie es mir durchgehen, wenn ich sie von einem Zaun zum nächsten ziehe. Ich weiß schon, bevor wir das Haus verlassen, wer von uns gewinnen wird. Denn ich rieche es sofort, wenn sie unaufmerksam ist und abgelenkt ihren Gedanken nachhängt. Dann mache ich mir einen Spaß daraus, sie zu trainieren. Schon am nächsten Morgen kann es mir allerdings passieren, dass sie zickig wird, wenn ich nur auch ein klein wenig an der Leine rucke. Dann stellt sie sich blitzschnell vor mich, bremst mich aus. Wenn ich sie dann weiter zu meinem Ziel ziehen will, fängt sie an, unangenehm zu riechen. Dann macht sie sich größer, als sie tatsächlich ist, und zischt ein Schsch. Ganz selten kommt es vor, dass ich sie auch dann noch ignoriere. Dann befinde ich mich plötzlich in einem Tunnel, in dem ich nur noch mein Ziel sehe. Einen Busch, den nächsten Baum oder eine Mauer. In diesem Zustand könnte Esther neben mir tot umfallen und ich würde es nicht bemerken. Später ist es mir furchtbar peinlich, dass ich meinen Zweibeiner im Stich gelassen habe. Denn bei Gefahr wäre ich ja nicht bei ihr gewesen. Etwas Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Diese Momente, in denen ich auf Durchzug schalte, sind ihr und mir gleichermaßen verhasst. In diesem Sinne, last not least, bis nächsten Dienstag, der letzten Folge von Jamie, Biografie eines Vierbeiners. Ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei. Ach, und wer Lust und Zeit hat, mich persönlich kennenzulernen, findet mich auf der Frankfurter Buchmesse in der Halle 3.1 an dem Stand mit der Standnummer G29. Ich freue mich auf euch.